Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Wir haben wieder eine kleine Folge, die Freundin spielt Dark Souls Remastered. Ja, sie sitzt hier auch schon bereit. Hallöchen. Und wir gucken mal, wie sie sich heute schlägt, wie weit sie kommt, was sie macht. Ja, ich würde sagen, gehen wir rein. Ja. Start mal. Also das letzte Mal, sie hört mich jetzt nicht mehr. Das Ich weiß letzte schon wieder Mal. nichts mehr. what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. Das ist aber nett. Actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? Meine Freundin spielt gerade. Die sitzt hier links. Sie möchte selber nicht gefilmt werden. Na Pablo, hi, dann. grüß dich. Menschlichkeit, okay. Ich spreche ein bisschen leiser, damit sie mich nicht hört. Und sie hat noch nie Dark Souls gespielt, hat ein bisschen Erfahrung Geht's denn? und versucht sich hier mal dran. Ey. Ist auf jeden Fall schon mal den richtigen Weg gelaufen. Sie sieht den Chat nicht, nein. Oder beziehungsweise sie könnte reingucken. Sie könnte reingucken, aber Niklas, hi. Schön heute Morgen Oh, gemalt. da muss ich. Ja, Oh, klar. oh. Oh. Du bist ja ein Saftsack. Ich glaube nicht, dass sie sich auf den Chat konzentriert, ehrlich gesagt. Super. Scheiße. Wenn ich noch nicht weit komme. Ach, ich meine, jetzt kann ich mich hier anmuten. Für den ersten Versuch bist du schon mal eine Treppe hochgekommen, immerhin. Mega. Aber ich kann ja auch hier durch. Guck mal, was hier kommt. Du kannst hingehen, wo du möchtest. Also, so muss ich, okay. Oh. Kann der schwimmen? Pass auf. Ja, genau. Sie möchte selber nicht zu sehen sein, aber ich habe mir gedacht, das könnte doch ganz spaßig werden, ihr mal ein bisschen dabei zuzugucken. Die erste Folge findet ihr auf YouTube, falls da jemand gucken möchte. Oh, ein Friedhof. Ja, denke mir doch. Nein! Scheiße. Falls du noch mal Steuerungsfragen hast, dann stell sie einfach, ne? Okay. Also so Steuerungssachen oder so würde ich dir alles erklären. Ah.
Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Oh Mann. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Okay. Ja, nett war das jetzt nicht. Hä? Ich hab gedacht, endlich mal einer, der mich nicht angreift, aber... Pablo, was würdest du ihr denn sagen wollen? Ich kann auch Nachrichten weitergeben, als irgendwas wäre. Ah, da ist aber dunkel. Ich glaube, so richtig, wirklich Tipps geben wollen wir ihr nicht. Sondern schon gucken, wie sie sich alleine schlägt. Ach so, ich bin da ja jetzt gestorben vorher. Muss ich da meinen Loot wiederholen? Ach, scheiße, ist das jetzt schon zu spät? Du musst nicht, aber... Kannst ja mal gucken, ob noch was da liegt. Ich weiß, nicht, muss viel, ja. Ich weiß nicht, wie viel es war. Ja, wahrscheinlich nicht viel. Oh Mann, wo war denn das? Ah, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Ach, Scheibe. Sollen wir ihr sagen, wo sie das letzte Mal gestorben ist? Ach so, nee, sie ist ja dann wieder gestorben. Das heißt, da liegt ja gar nichts. Da liegt ja eh nichts. Aber das hat sie, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Was habe ich nicht auf dem Schirm? Ach, das hat sie jetzt gehört. Das habe ich gehört, ja. Die Riesenkrähe. Uah! Ah, da kommen ja noch mehr. Ach, scheiße. Das ist auch so ein Ding in Dark Souls. Und das habe ich lange immer ein bisschen übersehen, dass ich jetzt hier nochmal A drücken muss, damit diese Info weggeht, dass ich was aufgesammelt habe. Er zeigt dir gerade unten an, dass du was aufgesammelt hast und das kannst, musst du genau einmal wegbestätigen. Ah, wo laufe ich denn nochmal schneller? B gedrückt halten. Das da ist doch so blödes Feuer, oder? Wo ich mich wieder auffüllen kann, nicht? Ja, doch. Ich weiß gerade nicht, warum. Jetzt. Du hattest... Okay. Da war ein Gegner hinter dir her, deswegen ging es nicht. Ah, okay. Ach, keine Ahnung... Ja, gehen wir doch mal hoch. Ja, da wäre auf jeden Fall der richtige Weg. Rechten Stick reindrücken zum Anvisieren, ne? Genau. Ah, okay. Achso, da kann ich ja jetzt diesen... Na, der nervt mich. Ja.
glaube, sie hat noch nicht ganz das mit der Ausdauer auf dem Schirm. Wurde ihr ja auch nie gesagt. Im Tutorial oder so kam da, glaube ich, keine Info. Oh nee, ich lauf weiter. Jetzt kommt die erste Ratte gleich. Ah, nee, erstmal looten. Was ist denn das? Sie geht gerade sehr nah mit dem Gesicht an den Bild. Wie trinke ich denn jetzt nochmal? X. X? Ja. Ah, okay. Also. Eine Ratte. Okay. Was ist denn für ein Streamtitel drin? Die Freundin spielt, ja, so unverständlich ist das, glaube ich, nicht. Oh Gott, ihr schreckt da bestimmt nur schlimmer wie du immer. So viel zu erschrecken gibt's da ja noch nicht. Schreckmomente, die waren ein bisschen später im Spiel. Aber ich habe ihr natürlich dann immer die Szenen gezeigt, in denen ich mich erschrocken habe. Und das hat sie jetzt so ein bisschen auf dem Schirm, dass man sich erschrecken könnte. Und davor hat sie jetzt tatsächlich am meisten Angst aktuell, dass sie sich erschreckt. Ja, weiß. Wollen wir ihr die Info mit der Ausdauer eigentlich geben? Oder soll sie da selber drauf kommen? Das würde ich ihr eigentlich schon gerne sagen. Auch, Achso, hab ich das? Ja, das hab ich schon. Auch, dass sie, wenn sie das Schild oben hält, dass die Ausdauer langsamer regeneriert. Uah! Uah! Heieiei! Wo ist denn du? Okay. X. Okay. Noch ganz kurz zwei Infos, die ich dir doch gerne mitgeben möchte. Einmal die Ausdauer, der grüne Balken. Du verbrauchst bei jeder Aktion, die nicht einfach nur gehen ist, Ausdauer. Bei allem. Blocken, angreifen, rennen, verbraucht Ausdauer. Und wenn du keine mehr hast, kannst du keine Aktion mehr ausführen. Also auch den grünen Balken ein bisschen im Blick behalten. Und wenn du den Schild oben hältst, dann regeneriert sich die Ausdauer langsamer. Okay. Danke. Okay. Ich weiß nicht, habe ich jetzt zu viel geholfen? Ich glaube nicht, oder? Oh. Ich mal gucken. Sehr, sehr vorsichtig. Und wenn die jetzt stirbt, komm ich ganz unten wieder an. Mit Blick. Oh, köstlich. Weiß nicht, ja. Ich denke, du. Sag's mir halt nicht. Sag's mir lieber nicht. Sonst schirr ich gleich auf. Ich habe immer bei meinem Playthrough online ausgestellt, deswegen habe ich diese ganzen Nachrichten und Blutflecken und alles war ja bei mir gar nicht. Oh Gott! Eieiei.
Wir können es bei ihr leider nicht ausstellen, weil sie auf dem PC über die Familienbibliothek von Steam aufzugreift und da muss es online sein, damit Steam weiß, dass das andere Familienmitglied das Spiel besitzt. Warum sollen wir es zweimal kaufen? Ich hätte mich mit meinem Account einloggen können bei ihr. Stimmt, das wäre gegangen. Im Leben jetzt da hoch. Ich würde ja ein Schlückchen trinken, aber. Wo? Okay. Okay. Die weißen Dinger. Ja? Die weißen Dinger nicht berühren. Ah, okay. Ist das jetzt wegen dem Online? Ja, ja, ich glaube, da können dann andere Spieler zu dir kommen oder du gehst zu anderen Spielern. Ach so. Oder okay. Irgendwie solche Späße. Das ist natürlich jetzt ungeschickt, dass sie das Leuchtfeuer da vorne nicht gesehen hat. Sehr ungeschickt. Ah, das wäre jetzt. Okay, okay. Glück gehabt. Ach so, anvisiere, genau. Wo ist der eine jetzt? Schade, dass sie das Leuchtfeuer nicht gefunden hat. Das macht die Reise dorthin gleich sehr beschwerlich. Oh. Was gibt's da? Oh Gott. Intuitiv in die richtige Richtung gelaufen, ne? Also das Spiel macht das schon gut. Man fühlt sich hier einfach wohl, weil man die Gegner auch gekillt bekommt. Ah. Wo ist denn jetzt nochmal dieser? Du möchtest wissen wegen Angriffe gegen Schilde und so. Ja. Yeah. Das gleichzeitig, war oben, gell? Gleichzeitig den oberen und den Stick nach vorne. Gleichzeitig, ja, genau. Ja, genau. Okay. Okay, ja. Vielleicht, ja, da war ich schon. Vielleicht läuft sie nochmal zurück. Das wäre natürlich gut. Hm. Wenn sie sich da hinten nochmal umguckt. Schade. Oh Mann. Oh, das ist echt hart. Also ich bin ja auch da jemandem zuzugucken, der es noch nie gespielt hat und keine Ahnung hat. Ich wusste nicht, wie aufregend das sein kann, einfach nur, dass jemand an einem Leuchtfeuer vorbeiläuft. Jetzt bin ich mal in dieser Position. Oh. Ah, knapp. Aber gut gemacht. Gott, hab ich sie alle. Jetzt. Einmal ein. Oh, eine Brandbombe.
Ein erleichtertes Schnaufen. Die kann ich jetzt ja ausrüsten, ha? Huh? Genau. Ah, wo war das jetzt? Ausrüstung auswählen, ja. Richtig. Ja, warte. Jetzt rechts, da wo der Flakon ist. Achso, da mit muss ich. Mit den Pfeiltasten nach rechts. Vielleicht, du kannst auch den göttlichen Segen austauschen. Du hast 5 Plätze frei, also 2 sind gerade belegt. Einer mit dem Flakon, einer mit dem göttlichen Segen. Mhm. Und rechts daneben könntest du jetzt noch auswählen und die Brandbombe jetzt, reinpacken. Okay. Genau. Und die kann ich dann mit der Pfeiltaste ändern, gell? Genau, das wäre dann Digipad runter. Achso, ich musste erst wieder raus. Ja, genau. Und jetzt Digipad runter, kannst du da durchwechseln. Ah, genau. Ja, genau. Mhm. Alles klar. Leider, diesen Grafikstreifen, den sehe ich auch, Leute. Es tut mir leid, aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob das am HDMI-Kabel liegt oder am Elgato Capture, an der Capture Card. Ist ein bisschen nervig, ich weiß, aber zumindest ist die Aufnahme vom Ton her und alles viel besser als das letzte Mal. Aha. Da war auch noch irgendwas, oder? Guck, jetzt könnt ihr in die Ferne gucken mit dem Fernglas. Ich habe ihr beim letzten Mal gesagt, sie soll auf keinen Fall das Fernglas mitnehmen als ersten Gegenstand. Und sie hat sich beschwert. Na, verschlossen, das ist ja klar. Ach Gott. Oh. Ich würde ihr so gern sagen, dass sie zu diesem Leuchtfeuer gehen soll. Ob das gerade hinter ihr ein Armbrustschütze wartet. Hey, dann zack, wo kommt der jetzt her? Ah ja, guck mal. Super. Auf. Kann ich dem jetzt nicht die Armbrust wegnehmen? Schade. Ah. Runter oder hoch? Ich glaube, da geht's nicht weiter. Mir war gar nicht klar, dass da so viele Schemen rumlaufen, wenn man das, den Online-Modus aktiv hat. Kann man diese Blutflecken im Spiel deaktivieren? Das wäre noch was. Den von links, der von rechts, der auch gleich dazu kommt, ne? Oh. Ach so, das bleibt so. Oh, der hatte. So. Kiste. Geil. Komm wieder hin. Tja, da braucht sie leider den Schlüssel. Ja, der war verschlossen, der Eingang, ha? Scheiße. Schade. Hätten wir da jetzt als, weißt du, da gab es doch ein Charakter. Na, du meinst die Gabe, die du am Anfang auswählen konntest, genau. Den Generalschlüssel? Ja. Ich weiß nicht, ob der dafür gedacht ist, es könnte sein. Das weiß ich jetzt einfach nicht. Das war so klar.
Oh, das ist jetzt so ärgerlich, dass sie so weit kommt jetzt, relativ souverän hier durchgeht, aber das Leuchtfeuer nicht gefunden hat. Ich hab Angst. Und jetzt gleich beim Taurus steht, ne? Ah, das ist sehr, sehr schade. Ist da auch jemals eine Tür offen? Hm. Selten. Das ist jetzt so schade. Alle Nachrichten, die du jetzt so siehst, ne, das ist alles von Spielern geschrieben. Ah, nur das okay. Mal als Info. Also alles, was jetzt so kommt, es gibt noch, glaube ich, eine Nachricht, die ist vom Spiel, aber die kommt ganz spät irgendwann. Also alles, was hier jetzt so ist, ist alles von Spielern. So. Ist beim Nebel auch immer so Speicherpunkte? Ich will dazu ehrlich gesagt nichts sagen. Ich darf dir nicht so viele Infos geben. Hör auf zu klagen. Ich bin versucht zu antworten. Sorry. Wo war es nochmal? B? Nee, doch. Wo ist denn da einer? Wo schießt denn der auf mich? Kann ich da auch einfach weg? Nicht, gell? Die Armbrustschützen hören auf, hier auf sie zu schießen, tatsächlich. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die haben die ganze Brücke. Ja. Ah. Scheiße. Schade, sehr guter Versuch. Ja? Sehr gut. Der hat fast nichts weg. Ich fand das dafür, dass du das erste Mal da an dem. Bin ich echt wieder da unten? Und sind alle Gegner wieder da? Ich weiß nicht. Boah, nee. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich ja die Ding nicht mehr, oder? Doch. Warum habe ich die? Ich habe gedacht, das ist... Loot. Nur der Loot zum Leveln, also die Seelen, die gehen verloren und ach bleiben so. Dort liegen. Alles andere behältst du. Kannst du mein Gesicht bitte beschreiben? Sie guckt etwas genervt. Du kannst auch einfach deine Emotionen verbal ausdrücken. Verzweifelt. Verzweifelt. Jetzt schon. Hallo, weißt du, wie weit ich da jetzt gekommen bin? Du bist gerade einmal gestorben jetzt und bist voll weit gekommen. Voll der Weg schon hinter mir. Ja. Ja, Leute, die hier rumhängen, sollen wir ihr sagen, dass sie noch ein bisschen mehr erforschen soll vielleicht? Ist das behindert? Voll gemein!
Ach, nee. Stirb, Soffer. Und warum bist du jetzt nicht Nappqualler? Zack. Die sind nicht besoffen, die sind untot. Ja, okay. Jetzt probieren wir mal den Ding nochmal. War das jetzt durch, oder wie? Ich. Ach, komm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das mit der Waffe genau läuft. Ich glaube, das macht die Waffe für dich, ups, dass du da so komische Moves hast, wenn du das drückst. Jetzt wollte ich das nochmal probieren. Das kannst du auch unten am Leuchtfeuer probieren. Das musst du nicht am Gegner probieren. Erstmal das Timing rauskriegen. Gib mir mal kurz den Controller, bitte. Hm? Ja, das war unten jetzt, oder? Und was macht er, wenn er... Ach, oben ist... Ja, okay. Das ist der Angriff. Das ist der Sprungangriff. Okay. Und das sind die zwei Angriffe, die dieses Schwert macht. Wie gesagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das gegen Schilde so sehr hilft, aber das musst du mal ausprobieren mit Anvisieren und einem Schild. Ich bin mir da einfach nicht ganz sicher. Sowas habe ich nie gespielt. Wo war er jetzt, Klaufer? Und jetzt kriege ich die wieder. Ach, komm. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schade, dass sie da einfach schon 1400 Seelen haben. Das wären zwei Level gewesen. Zwei Level sind schon ein bisschen was. Ach, Scheibe. Ach. Hab ich jetzt alle. Der Hundefeldner. Man könnte ja jetzt auch ans Leuchtfeuer gehen und leveln einmal. Ich glaube, es reicht schon fast. Ne, 700 irgendwas. Ja, sie weiß, wo sie es macht. Ich weiß nicht, warum sie... Flippo, ich bin auch der Meinung, dass es mit Anvisieren wesentlich leichter geht. Viele spielen komplett ohne, habe ich schon mitgekriegt, aber... Nicht so. alles bestens. Alles gut, ich wollte nur mal gucken, sie grinst. Also, so schlimm kann es nicht sein. Sie scheint verzweifelt, das Grinsen. Ja, Flippo, ich weiß nicht, ob das... Jetzt macht's es. Okay, guck mal. Ach, komm. Ja, erzieh nix. Eieiei. Ich finde auch, sie macht das richtig gut, ey. Oh, kann die da runterfallen? Ja, noch eine Mechanik, die kennt sie auch noch nicht, das Backstabben von Gegnern.
kann auch sehr hilfreich sein. Achso, aber die sind jetzt nicht mehr, weißt du? Also wo so rumliegt, eh schon. Die kann ich nämlich sammeln. Das hast du schon aufgesammelt. Achso. Jetzt schleppe ich die Ratte hier mit. Zu der Ratte gibt's einen Short bei mir auf dem YouTube-Kanal. gerne mal auf den YouTube-Kanal gucken. Ich glaube, eins der ersten Shorts, die ich gemacht habe, ist über diese Ratte. Flippo, was? Ja, das Backstabben, genau. Ist eigentlich auch eine Spielmechanik, die wird einem halt überhaupt nicht erklärt. Was macht denn der Gegner jetzt? Das war ja wild. Er tanzt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Nix. Achtung. Irgendwann sagen wir das mit dem Backstab, aber aktuell vielleicht entdeckt es ja selber noch. Oh. Diese Seelen, die du dort einsammelst, ne? Mhm. Das sind Verbrauchsgegenstände. Wie meinst du Verbrauchsgegenstände? Ja, das kannst du benutzen und dann kriegst du Seelen dazu. Solltest du natürlich jetzt nicht hier machen, wo du potenziell sterben könntest, weil dann deine Seelen verloren gehen. Vergiss, was ich gesagt habe. Ja. Mach einfach weiter. Ja. Ich komme mit dem Tipp nochmal zurück, wenn es nötig werden sollte. Aktuell brauchst du es eh nicht. War doch nochmal einer. Boah! Schön. Jetzt hör auf den Anvisierer. Den Willi. Sollen wir ihr jetzt sagen, dass sie sich einmal besser umgucken soll? Stopp. Oh Gott. Ja. Warte kurz. Was? Guck dich mal einmal einen Ticken besser um. Einmal ein bisschen mehr umschauen, gerade an der Stelle. Ich kann nicht anders. Ich kann mir das halt nicht angucken, ne? Sie hat ja auch nicht die Anforderung, dass sie das alleine schafft. Jetzt wäre ich da, das letzte Mal rauskomme. Nein. Ach, einmal kurz hinsetzen. Schatz. Einmal kurz hinsetzen, dass das Ding als Respawn. Genau. Jetzt hast du das. Oh nein. Einen neuen Respawn. Okay. Ich hab schon gedacht, das ist ja voll assi. Ja, die Momente hatte ich teilweise auch. Danke. Ja, du. Wow, aber jetzt sind die ja wieder da. Natürlich, du hast dich und du hast ja auch nicht die Challenge, dass du es nicht ohne Hilfe schaffen willst, ne? Aber nein. Zu viel Hilfe. Ich wollte einfach mal gucken und jetzt, wenn nochmal, hätte ich dich nicht vorbeilaufen lassen. Okay, das ist nett. Ach Mann. Aber sie macht das wirklich gut. Sollen wir einmal kurz sagen, dass sie da auch leveln könnte? Weil das ist eine Spielmechanik. Setz dich nochmal an das Leuchtfeuer, bitte, auch wenn die gleich jetzt wieder da sind. Ja. Das ist eine Spielmechanik, da musst du ein bisschen einen Blick für haben. Und dann aufsteigen.
check mal dein Level up. Wie viel du brauchst zum Level up. Du kannst nämlich zweimal leveln. Das könnte dir da schon hilfreich sein. Okay. Und jetzt muss ich auch kurz intervenieren tatsächlich. Schau mal auf deine Waffen. Geh mal nochmal raus aus dem Ganzen hier und guck mal bitte kurz in dein Inventar auf deine Waffe. Ja, oder? Ja, nochmal rechts drauf. Also einmal kannst du dieses kaputte Schwert abwählen mit X. Genau, und dann drück mal A auf diesem Säbel, den du da hast. Oder genau, den krummen Säbel runter und dann nochmal X. X. Genau, und jetzt hast du hier einige Werte, die dir angezeigt werden. Wichtig ist dieser Attributbonus, wenn du mit dieser Waffe zufrieden bist. Das ist eine Waffe, die hat Geschicklichkeit als Attributbonus B. Und B ist ein guter Attributbonus. Das geht von A sehr gut, B, C, D, E. E ist ganz schlecht. Mhm. Das heißt, wenn du mehr Geschicklichkeit hast, kriegt die Waffe mehr Schaden, die sie macht. Ah, okay. Und bei Stärke hat die E. Also wenn ich starke Level, bringt es da nicht so viel. Richtig, genau. Das mal im Hinterkopf behalten, auch für zukünftige Waffen dann, dass da kannst du ein bisschen, wenn dir die Waffe jetzt zusagt, ansonsten level einfach keins von beidem und geh auf Leben, bis du eine Waffe findest, wo du sagst, okay, die finde ich richtig geil und dann schaust du mal, was für Attributboni die kriegt, braucht. Mhm. Ansonsten eben, wenn du jetzt nicht weißt, wo du hin willst, dann vielleicht erstmal einfach Leben leveln. So, gut. Kann ich. Achso, ich bin. Ach, in dem blöden Menü. Ich hatte es so oft. Ich hatte es so oft. Ja, das ist jetzt mein Leben, oder? Vitalität. Richtig, ja. Und Resistenz ist dann wie Rüstung. So. Wähl es mal hoch, wähl es mal an, das ist dann noch nicht gelevelt, du musst es noch bestätigen, dann siehst du, was ansteigt. Gift. Ach so, okay, wenn mir jemand vergiften will. Genau. Physische Abwehr. Ah, okay. Kondition ist noch ein Wert, der nützlich sein kann. Das ist für deine Ausdauer und die Belastung, also dein Gewicht, das du tragen kannst, damit du noch eine leichte Rolle hast. Weil irgendwann, wenn du eine viel Rüstung trägst, wird die Rolle langsamer, die du machst. Oh Gott. Ja, genau, ist ein Rollenspiel. Also, und das gehört irgendwo da dazu, zu einem Rollenspiel. Ja, da muss man viel Rolle, ja. Ja. Also, aber genau, das noch als Hinweis erstmal. Ich glaube, das ist schon viel Info gerade. Ja. Ich würde sie ja gerne nochmal beim Taurus sehen. Ja. Ist schon. Und das ist jetzt gespeichert. Du hast jetzt gelevelt. Jetzt hast du nur noch 201 Seelen, die du verlieren kannst. Die anderen sind gelevelt, weggelevelt. Okay, also wenn ich jetzt stirb, dann ist dieser Stand hier so. Okay, komm hier richtig raus und... Richtig. Alles klar. Na dann. Jetzt sind die ja schon wieder da, gell? Halt, ich will dich... Kann ich da auch anschleichen? Oh, ich glaube, in Dark Souls 1 gibt es kein Schleichen, nee. Nicht, dass ich wüsste. Du kannst langsam hingehen und vielleicht bemerkt er dich nicht, aber normalerweise... Mhm. Ja, nee, ich glaube, eher nicht. Ach du Saftsack. Lass mir rein hier. Oh. Oh, das war knapp.
Jetzt hört man auf zum Ballern hier. Wo war ich denn da? Bam! Alles kaputt! Da war doch auch noch einer. Ja, genau. Ja, das ist jetzt der Boss-Run zum Taurus. Würde mich jetzt interessieren, wie oft sie das noch machen würde, ohne dran vorbeizulaufen, tatsächlich. Aber ich denke, in dieser Folge werden wir das nicht mehr erfahren. Oh, scheiße, falsch. Ah, da ist die Steuerung noch ein bisschen bei Zelda, glaube ich. In Zelda schlägt man mit X. Jetzt komm. War jetzt. Da ging's weiter. Ja, du darfst nichts sagen, gell? An den Armbrustschützen erinnern. Okay. Nee, sie läuft einfach, sie kriegt gleich wieder einen in den Rücken. Da ist er. Ach shit, den habe ich vergessen. Wie lange hat der den Pfeil da im Rücken? Ah, weg. Sehr gut. Oh, halt. Oh, jetzt hab ich Armbrust gekriegt. Ja, geil. Ich glaube, da freut sie sich etwas zu sehr über die Armbrust. Leichte Armbrust. Aktuell macht die, glaube ich, noch ein bisschen Schaden, aber das hört auch irgendwann auf. Ich weiß nicht, ob man wirklich Armbrust spielen kann oder Bogen in Dark Souls. Funktioniert das überhaupt? Also. Also ich glaube, jetzt müssen wir dir auch nochmal kurz erklären, wie Fernkampfwaffen funktionieren. Geh nochmal in deine Ausrüstung rein, bitte. Dann hast du da Plätze für Pfeile und Bolzen. Die rechten sind die Bolzen. Und du hast keine. Okay. Und einmal bitte, wenn du jetzt draußen bist aus dem ganzen Menü, mach mal eine Rolle, wenn du draußen bist aus dem Menü. Einfach, dass du es jetzt mal gesehen hast. Ich denke, du wirst jetzt... Ja, du hast noch keine schwere Rolle. Okay, du kannst die Armbrust drin lassen. Ja doch, es ist, ja, ist schon ein bisschen behäbiger. Ich würde an deiner Stelle die Armbrust vielleicht aus deiner Ausrüstung wieder rausnehmen vorerst mal, bis du vielleicht Bolzen gefunden hast oder ja, mal gucken. Das Babyphone meldet sich gerade. Vielleicht muss ich kurz weg. Ah, shit. Ach.
Oh! Ist gut aktuell. Der Zwerg ist, glaube ich, wieder eingeschlafen. Glaub's ja nicht. Da macht sie den Tanz. Jetzt aber. Eieiei. Der hat mir auch das ein oder andere Kopfzerbrechen bereitet, der Typ mit dem Speer und dem Schild. Jetzt geh aber nochmal. Ach so, nein, dann sind ja alle wieder da, gell? Ha. Ja, was macht man jetzt? Shit. Wie weit war denn das? Fahrzeug, Fahrzeug. Schwer am Überlegen, was sie jetzt machen soll. Zwei Getränke hat sie noch. 1200 Seelen, das ist ein Level. Ach, keine Ahnung. Die Estus Flakos, die ladet sich ja dann auch wieder auf, gell? Richtig. War das. Wie viel hat die da? 10? Nicht ganz 8. Das war's. In einem kleinen Leuchtfeuer leider nur 5. Könnte sich immer, man könnte immer reisen, aber ich glaube, reisen ging. Wie war denn das in Dark Souls 1? Brauchte man da einen Gegenstand für? Ich glaube, man braucht einen Gegenstand zum Reisen, ne? Da war was. Das ging nicht von Anfang an. Der kann auch trinken. Zum Reisen, zum Teleportieren von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer brauchte man, glaube ich, oder spinne ich jetzt, brauchte man da einen Gegenstand? Nee, brauchte man nicht. Ach, ich weiß nicht. Das ist doch jetzt doof. Dann sind die alle wieder da. Das ist jetzt die Entscheidung. Aber ihr könnt nochmal leveln. Und dann durchrennen. Du grinst so. Ich grinse schon die ganze Zeit, weil es mir Spaß macht, das hier zu kommentieren und dir zuzuschauen. Oh. Wie schneller. Ah, ja. Genau. Doch, man braucht einen Gegenstand. Flippo schreibt es hier gerade im Chat. Okay, sie geht nochmal. Also. Komplett ihre Entscheidung, was sie da tun will. Ich verstehe nicht, warum. Na, Feuerabwehr kommt da natürlich auch ein bisschen dazu, ne? Magieabwehr und so weiter, aber. So, und jetzt geh mal kurz in dein Inventar. Du hast noch 546. Und geh mal auf Gegenstände anzeigen. Genau. Und dann scroll mal ein bisschen runter. Mit dem Digipad runter und drück mal ein Stückchen weiter, 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 weiter. Da sind jetzt diese Seelen. Schluck mal die Seele des verlorenen Untoten. Die große Seele. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ja. Schlucken. Benutzen, ja. Benutzen eine, jawohl. Jetzt hast du 500. Jetzt hast du 900. Jetzt kannst du nochmal leveln.
Oh. Genau, dafür diese Seelen, die du sammelst, das sind Consumables. Also die kannst du benutzen und dann kriegst du nochmal ein kleines bisschen dazu. Gerade in so einem Fall, wenn du, wenn dir noch ein bisschen was fehlt, um ein Level-Up zu machen, dann benutzt du die, um das dir noch zu holen, damit du das eine Level-Up noch machen kannst, zum Beispiel. Mhm. Oder wenn du genug davon hast, einfach weil du sagst, okay, ich will unbedingt da noch ein Level reinstecken, dann frisst du die halt. Also ich sag halt fressen dazu, das ist eigentlich benutzen. Aber weil jetzt bleiben nämlich nur noch 153 übrig, anstatt diese 500. Ja, ja, ich hab mir schon gedacht. Ah. Ja, genau. Was macht denn der Willi? Wille ist zum Zaubern dann nachher. Wille ist Zauberzeug. Intelligenz und Wille ist Zauberzeug. Also mich wundert es gerade die ganze Zeit, dass du nicht einmal ein bisschen mehr in Leben reinsteckst. Fühlst du dich gut mit deinem Leben? Dann lass es. Also. Ja, aber da kriege ich ja auch. Nee. Achso. Ach nein, scheiße. Vitalität ist der einzige Wert, der dein Leben steigert. Ah, ich hab gedacht, diese physische Abwehr. Ist auch irgendwie ein bisschen, okay. Nee, das ist, dass du weniger Schaden kriegst. Ja, okay, aber ist ja auch, ja, nicht Leben, aber ja, ja, passt. Naja, gut. Jetzt hat's das ja hier gespeichert, gell? Hab wieder genug gesagt. Ja, gut. Jetzt probieren wir mal. Wie weit die kommen. Wir alle wollen sie nochmal beim Taurus sehen. Ja, gut. Okay. Ich glaube, sie hat noch nicht bemerkt, dass sie nur 5 Flaggen hat. Wow, jetzt bin ich falsch gelaufen. Scheiße. Und nicht 10 oder 8, wie sie vorhin meinte. Ich glaube, sie hat es noch nicht gesehen. Okay. Er füllt natürlich aktuell auch noch nicht so viel auf. Ist das eine gute Idee? Weiß auch nicht. Werde ich dir nicht sagen. Der kommt ja hinterher. Jetzt war hier doch dieser Pfeilschießer. Sehr gut, sehr gut. Das hatte ich gehofft, dass sie da sich nochmal umguckt, bevor sie... Oh, das sind ja mehrere. Heiland, zack. Oh Gott. Oh nein. Der Freitod durch Fallen, den haben wir schon, glaube ich, alle Dark Souls. Also man kann Freitod durch Fallen schon gewählt. Also mach dir nichts draus. Bescheuert. Haut ab. Oh, da ist sie diesmal gut durchgekommen. Direkt wieder los und weitergerannt. Oh, scheiße. Sie will aber auch nicht so richtig rennen, ne? Sie macht da so ein bisschen vor sich hin. Eieiei. Rennen ist B gedrückt halten, ne? Ja, ja. Okay, ich wollte es nur noch mal nachfragen, ob du es nicht vergessen hast, weil du da so gemütlich vor dich hin joggst. So, guck mal. Jetzt schauen wir mal, wie es diesmal läuft gegen die beiden Boys. Okay, beide erwischt. Ah, nee. Ja, scheiße. Nur einen. Da hat zu wenig Ausdauer gehabt. Ah, ihr habt doch den Habikat. Okay. Da leider zu wenig Ausdauer gehabt. Schauen wir mal, ob sie sich dran erinnert, dass sie von oben einen kritischen Damage machen kann, der hier auch sehr hilfreich sein kann bei dem Taurus. Wenn man den jetzt anlockt und dann nach hinten zieht und die Leiter hochklettert. Nee,
ist nicht ihr Plan. Ich sehe nix. Steh auf! Ah, sie hat aus Versehen die Waffe zweihändig genommen. Oder vielleicht auch mit Absicht, ich weiß es nicht. Macht natürlich wesentlich mehr Schaden. Also wesentlich, ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Kombo. Sie könnte jetzt eine Kombi machen mit drei Angriffen. Da macht der letzte dann viel mehr Schaden. Ah, oh, Scheibe. Da wurde sie leider zerquetscht. Ah. Leider, leider zerquetscht. Leider von der Axt des Taurus zerquetscht. Schön, dass du es nochmal geschafft hast, zum Taurus zu kommen. Ich hatte es mir gewünscht, dass du es nochmal probierst, dass du nochmal bis hinkommst. Ich finde es auch schön, dass du hinten raus gerannt bist bis zu ihm. Das ist genau das, was man dann ziemlich sicher tut. Wie sieht's aus? Hat dir das Spiel mittlerweile die Lust genommen oder würdest du den Taurus jetzt schon gerne besiegen? Ja, den würde ich schon gerne besiegen, klar. Ah, okay, das heißt, wahrscheinlich gibt's nochmal eine Folge. Ich denke auch, ja. Und bis dahin, haut rein. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.